Mann, du warst gerade 30 Minuten zusammen von Super Mario 3D Land fürs 3DS auf dem Emulator gespielt. Und direkt zum nächsten Boss der zweiten Welt. Sehr schön. Jetzt war noch zufrieden. Und wir versuchen alle Star Coins zu bekommen. Und ja. Let's go. Boah, das ist Scrolling. Das scrollt. Ihr müsst hier immer in Bewegung bleiben. Da passiert euch nichts auf diesen Rädern. Und was gibt's hier zu holen? Oh, hier gibt's Geld, Starcoin, Zeit, alles. Okay, weg hier. Ah, okay, wir kommen auch wieder da raus. Das ist schon mal schön. Und wo soll ich die nächste Starcoin erwarten? Scrolling-Level sind nämlich nicht... Oh. Oh, die ist schon fieser. Da muss man nämlich Tanukus sein. Was? Wie als ob? Als ob. Oh, ich dachte gerade, wir hätten eine Starcoin verpasst. Okay, alles safe, alles gut. Und damit kommen wir zum Boss der zweiten Welt und haben bis jetzt alle erreichbaren Starcoins. Eine Starcoin geht nicht, weil der Toad irgendwie nicht richtig reagiert. Aber sonst sieht's gut aus. Oh, der Boden gefällt mir. So einen Boden hätte ich auch gern. Die Musik wird sich auch nie ändern. Von Bum Bum. Ich war doch drauf, hallo, das ist doch... Ey, das ist unfair. Boah, ist das betrübt. Pam! Ich will die Münze noch. Okay. Geld ist wichtig, vor allen Dingen, weil man hier so wenig One-Ups in den Spielen bekommt. Oh, hier könnte noch was sein. Ja, ein One-Up. So viel zu wenig One-Ups. Was war das denn für ein Sprung? Egal, wir haben's geschafft. Sehr schön. Der Stuhl nervt. Ihr hört das gar nicht, weil das weggepitcht wird vom Mikro. Das gute Mikro hier. Finde ich toll. Und wir gehen direkt in Welt Nummer 3. Woo! Und wir kriegen wieder natürlich einen Brief von Prinzessin Peach. Beziehungsweise ein Foto, was gerade abläuft. Okay, wir müssen uns beeilen. Ab in Welt 3, los geht's. Oh ja, die Welt sieht gut. Wir haben in Welt 2 was vergessen. Wir gehen gleich nach dem Level nochmal in Welt 2 was gucken. One-Ups haben wir genügend. Ich schieß mal. Okay. Da außen sehe ich eine Starcoin. Okay, die funktionieren noch genauso wie da. Stopp, aber wie kommst du der Starcoin? Muss ich mich da echt richtig hinschießen lassen? Oh nein, da sind diese... Oh nee, die sind schlimm. Ja. Aber wahrscheinlich muss man sich da im richtigen Moment schießen. So. Oh, war das knapp! Boah, war das knapp! Jetzt. Das war zu spät, das war viel zu spät, oder? Was ist da hinten? Hier ist noch ein ganzer Außenbereich. Gut, ich schaff das nicht. Wie soll man das denn schaffen? Oh, hier gibt's Zeit. Oh, wenn man den Tanuki hat,
zweite Starcoin? Oh, mein Download ist abgeschlossen, Leute. Woo. Warum ist hier die zweite Starcoin? Was ist das denn? Wenn die zweite Starcoin da hinten ist, ist das dann da oben die fünfte oder was? Warte mal, wenn das die zweite ist. Ich mache mir darüber keine Gedanken. Es lohnt sich nicht. Aber wir müssen irgendwie an die andere dran kommen. Was ist, wenn ich mich ganz normal dorthin? Oh mein Gott. Volle Kanne da hoch. Oh, war das knapp. Ja, aber das sieht machbar aus. Wenn er mit einem gezielten Sprung rumfliegt. Ja, so. Okay. Ich hoffe nicht, dass wir Zeitprobleme bekommen. Es ist wirklich die erste. Oh mein Gott. Jetzt bloß nicht runterfahren und jetzt durch das Level. Nein, ich werde getroffen. Geh weg. Lauf. Renn. Okay, das heißt aber da drin ist noch irgendwo eine Star. Wie kommt man da hoch? Hier durch? Ja. Hier da unten ist eine Tür. Ich sollte mal wieder hier zu Streamlabs wechseln, damit ich überhaupt was sehen kann. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hallo, ich bin hier unten. Komm runter. Ich glaube nicht, dass hier was ist. Ich hoffe auch nicht, dass hier was ist. Nein. Gut, wieder rein da, rein da, rein da. Oh nein, wir kommen nicht mehr hoch. Über die Swamps und da rein droppen. Jo. Okay, hier kann ich mir ganz gut einen Starcoin vorstellen. Ah, jetzt sind wir auf der Rückseite. Okay. Ja, aber wo? Oder bei den Willis hier? Ja klar, hier kann es genauso. Nein, mit dem Swamp nach oben. Ja! Komm! Letztes Tag und jetzt Ziel. Ziel, bitte, Ziel. Wir haben noch 300 Sekunden, okay. Also es geht, ja. Hier hochklettern, hier hochklettern. Hinter dir. Und ich bin im Ziel. Sehr schön. dieses Spiel ist klasse. Oh, hier fliegt mein Halsplatz. Der fliegt gleich weg. So. Der hat es geschafft. Das heißt für mich so viel wie... Ich kümmere mich da gleich drum. Egal, machen wir jetzt erstmal. Deine Titel sind bereit. Skylander Superchargers. Ja, sehr schön. Kümmere ich mich gleich drum. Ja, wir spielen Skylander Superchargers. Was ist das mit diesen Autos? Und zwar nicht die Racing-Version. Gut, ach, wir wollten Welt 2 gucken, was da noch fehlt. Das wundert mich aber. Ach, das Toadhouse haben wir noch nicht gemacht. Gut. Ah, nicht so schlimm. Wir machen jetzt erstmal dieses Unterwasser-Level. Welt 3-2. Hat keinen Namen. Und hier könnte was sein. Gut, aber nein, da ist nichts. Ist die Kamera an sich ein bisschen blöd. Oh, aber die Musik ist schön beruhigend. Stopp, 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 stopp. Okay, kann man keinen Mann spielen.
Will ich eine Feuerblume? Ich weiß es noch nicht. Ich nehme sie mal mit, ja. Ich glaube, so schlecht ist man mit einer Feuerblume jetzt nicht ausgerüstet. Da oben könnte was sein. Oh, hier gibt es viel zu viel oben unten Dings. Oh, das ist unfair. Das sieht doch kein Mensch. Och, Mann. Du bist bestimmt die Zweite. Nein, das ist die Erste. Okay, dann weiter. Dann habe ich nichts gesagt. Dann ist das Spiel doch voll einfach. Noch. Noch, ja, ja, noch. Oh, es gibt... Der kann sogar Seitwärts-Saltos machen. Also, wenn man hier so... Wenn man so läuft, dann zack. Okay, das geht. Jetzt müsste aber auch direkt die Zweite kommen. Oh nein, da sind Porkopuffer. Gut, und da kann man hoch. Das zeigt der einem schon so... Nicht? Okay. Der hat einem das schon so fast perfekt angezeigt, dass man das kann. Was? Okay, kann man runter. Ah, dachte ich's mir doch. Okay. Wetten, das ist wieder so ein Dingspiel. Nein, kein 3D-Spiel. Ich vertraue da jetzt mal drauf, dass hier sonst nichts ist. Dass Mario auch nicht ertrinkt, wenn er so lange unter Wasser ist, wundert mich. In Mario Odyssey kriegt er Schaden. In Mario 64 kriegt er Schaden. Und irgendwie seltsam. Oh, bei dem da ist auch irgendwas. Können wir die eigentlich besiegen? Nein, können wir nicht. Oh, aber hier geht's hoch. Schwimmen! Okay. Hätten wir auch das. Ich hoffe, ihr seht die Maus nicht die ganze Zeit eingeblendet. Und im Ziel. Das ist schon mal was Positives. Das gefällt mir so. Wenn euch, wenn ich sowieso das ganze Format hier gefällt, könnt ihr erstmal Herbert. Der hat immer einen anderen Namen. Eigentlich heißt der Peter. Egal. Könnt ihr gerne abonnieren. Das Video, wenn es euch gefällt, auch liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal, um zu schauen, was in diesem lila Toadhaus hier rechts vor sich geht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann und ciao.